Und somit herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ich sehe heute vielleicht ein bisschen komisch aus. Das liegt daran, dass bei uns die Heizung kaputt ist und es scheiß kalt ist. Und naja, mit einer Kapuze ist es doch ein bisschen wärmer. Aber das soll uns nicht stören hier bei Skyrim. Da ist es immerhin auch kalt. Das ist nur richtiges Gamer-Feeling. So, wir sind hier mit der Yennassa. Und meiner Katze, dem Yoshi. Hallo Yoshi. Sitzt du dich wieder auf meinen Schoß, aber nicht mit dem Herz. Verdammt. Er spielt mit dem Herzekam. Und da kommt der andere Kater auch schon. Die sind total eifersüchtig. So, hier ist Helgen. Und ein Blick auf die Uhr. Und wir wollen, hierhin wollen wir. Bringe Nesselbuch in deinen Besitz. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzten Folge. Wir wollten ja. Wir müssen dieses komische Harz sammeln, um den Baum wieder zu beleben, der in Weißlauf steht. Und dazu begeben wir uns jetzt einfach mal zu diesem Hexenrabennest, was immer das auch ist, und holen uns diesen Zauberstab, der angeblich in der Lage ist, dieses Harz zu sammeln. So, Bergblume, Fuchs. Fuchs, 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 Fuchs. Komm her! Mein Fuchs. Fell. Sehr schön. Na, was ist denn mit dir los? Was ist denn das für eine Bärentatze? Haben wir das jetzt schon rausgefunden? Ich glaube gar nicht. Bärentatze? Bärentatze? Was bedeutest du? War das? Achso. Was? Sind das Gegner? Aber Stürme sind normalerweise keine Gegner. Ah. Das sind die, die mit uns hingerichtet werden sollten. Also, zu denen gehören die. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Will ich aber gar nicht. Also, weshalb seid ihr den Sturmmänteln beigetreten? Ich will mir nicht. Wer bist denn du hier? Schnösel sagen lassen, welche Götter ich anbeten kann und welche. Passt mit diesen Flammen auf! Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Ich will gar nicht mit dem reden. Wir kennen ja die Story schon. Ach so, die Bärentatzen sind also Sturmmäntel. Ich sehne mich danach, mit meinen Brüdern da draußen gegen das Kaiserreich zu kämpfen. Na gut. So. Zurück zum Ziel. Welches irgendwo da unten ist? Na toll. Das packen wir schon. Die Frage ist nur, ob die, na, wie heißt sie? Ob die mitkommt. Sieht fast nicht so aus. Yennassa. Hallo, Yennassa. Oder Yennassa? Yennassa. Ich finde den Namen scheiße, tut mir leid. So, dann gucken wir mal. Dann müssen wir hier lang. Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Da geht jemand. Gut, Objekte. Wir können uns hier recht schlecht verstecken. Deshalb werden wir die Yennassa gleich mal hier zurücklassen. Wir beide sind, wie ihr wünscht. Du wartest hier. Und ich kümmere mich um dieses Männlein oder Weiblein, was auch immer das gerade war. Hey, willst du?
Na? Was jetzt? Kann ich die Pilze nehmen oder nicht? Na wurscht. Da war doch gerade wer. Geht doch. Da vorne ist ein Glühwürmchen. Da war doch gerade jemand. Ich muss aufhören, immer so konzentriert zu schauen. Was ist denn das jetzt? Die haben mich schon entdeckt, oder wie? Autsch. Ich hätte damit rechnen müssen, dass es Magier sind. Irgendwie schon. Okay, das hat schon mal funktioniert. Wo ist die andere? Noch außer Reichweite. Schnell plündern. Die Magier... Ups, entschuldige, das wollte ich nicht. Das vergesse ich immer. Mist. Wir holen schnell die Kollegin. Moment. Ihr braucht etwas. Ich bin der Schatten, der hinter Gut. euch geht. Und dann holen wir sie uns. Ja, sie sind wieder weg. Eisenfelsen entdeckt. Die Roben nehmen wir mal mit. Ach, da liegt schon wieder eine Hexe. Ach, Moment, sind die da oben eventuell? Oh, fuck. Bring dies und das und auch nicht anzünden. Renn ich noch? Sieht nicht so aus. Oh, fuck. Sehr schön, du schaffst das. Auf. Was bist denn du? Du siehst ganz schön gefährlich aus. Dies, das. Boah, die hat Leben. Tot? Hexenrabe. Nice. Nesselfluch. Da, ja, das war ja. Hexenrabenfedern, Hexenrabenklaue. Das war jetzt irgendwie einfach, oder? Dir geht's gut? Passiert nichts. Okay. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Truhe, die natürlich verschlossen ist. Ich werde immer schlechter, kommt mir das so vor. Ach komm, das gibt's ja nicht. Mann, für 15 Gold war das jetzt echt mies. Skelett hat immer ein bisschen Gold mit. Ah, okay, da kann man rüber, super. Was haben wir denn hier? Zweigling, okay. Kleiner Seelenstein, Todesglockenblume. Hexenrabenfedern. Liegt doch noch was. Hexenrabenklaue.
Können wir das Zeug aufnehmen, wenn ich es runterschmeiße? Wusch, weg ist es. Aber nee, selbst dann, das war nicht zum Aufnehmen. Arcana verzaubern. Naja, haben wir noch nichts so wirklich zum Verzaubern. Was ist hier? Truhe, Durchsuchen, Gold, Granitstein. Steigert Magika. Ja, okay, aber wir brauchen doch gar keine Magika eigentlich, oder? Hm. Ich wurde gerade attackiert. Entzaubern. Wir werden den nicht entzaubern. Wir können den entzaubern, weil, ja, was ist hier? Was ist hier? Warte mal, Wert. Magiker regeneriert sich. Lernen. Und hier, lernen. Haben wir die Stiefel noch ausgerüstet? Ich denke mal schon. Gestand. Zaubern. Jo, okay, das brauchen wir alles nicht. Na gut. Jetzt müssen wir zurückkehren. Und das machen wir dann auch gleich. Und zwar ohne Schnellreisen, denn ich habe jetzt, muss ich zugeben, habe ich mir abgeguckt von einem YouTuber-Kollegen. Der reist nämlich nur selbst, weil er, ja, ups, da waren wir schon, weil er meinte, man kann so vieles erleben. Und da stimme ich ihm völlig zu. Mir selbst sind schon ein paar, wie ihr ja selbst gesehen habt, ein Typ vorbeigerannt, der mich zusammenschlagen wollte in Auftrag von einem bestimmten Seriona oder irgendwie so. Den Zettel haben wir eh noch. Den werde ich so schnell nicht vergessen hier. Und dann begeben wir uns mal zu dieser Festung. Weil wir haben hier sonst nichts zu tun. Die Raubärte können warten. Aber sowas von. Da hinten war auch eine Höhle. Gehen wir mal zu der Höhle. Hoffentlich kommen wir da hin. Höhlen sind immer super. Und solange wir die Janesa dabei haben, haben wir ja unbegrenztes Inventar. Also, pff, who cares. Kommen wir da hoch. Ich habe gehört, in Skyrim kann man richtig schön Mount glitschen. Tatsache. Ich will doch nur zu der Höhle. Lasst ihr mich zu der Höhle? Ach, hier geht ein Weg. Okay. Wie dumm von mir. Sind das Sturmmäntel? Okay, ich wollte jetzt schon einen Bogen und gib ihm. Was haben wir denn hier? Eine kleine Höhle oder wie? Man sieht leider nichts. Geldbeutel. Ups. Gut, den Schädel gar nicht. Schneebär, sehr schön. Auf zur Höhle, die muss doch hier irgendwo sein. Nase kratzen. Da war eine Straße. Und die hört sicher nicht. Au! Katze, hör auf. Ach ja, der schöne Mond. Ich habe ein paar Grafik-Updates installiert, natürlich. Keine jetzt unbedingt, wo dann alle halbnackt rumlaufen, weil ich persönlich habe da was dagegen und meine Freundin würde mich auch köpfen, wenn ich... Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Werft einen Blick darauf. Gebt mir dein Ziegenfell da und dann, weiß ich nicht. Aber... Ja. Mhm. Ja. Ein Jäger. Na toll. Wo ist die Höhle hin? Da ist sie. Die Katzen haben die Flips entdeckt.
Ich gucke immer so nach Kräutern. Und da vorne ist die Höhle, sehr schön. Den musste ich mit irgendwelchen bewaffneten Wachen rechnen. Da unten ist ein Pferd. Und da ist ein Wagen. Also irgendwas. Irgendwas ist in der Höhle. Bin mal gespannt, was. Das finden wir jetzt raus. Hämas Schande entdeckt. Vielleicht ist es ja der Häma, der da drin ist. Ist da was drin? Nein. Na gut. Dann ab in die Höhle. Kratzen, 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 kratzen. Vielleicht schaffen wir das noch in dieser Folge. Bestimmt. Wir sind ja so super duper schnell. Huch. Nachtsicht funktioniert anscheinend, oder das ist wirklich die Beleuchtung. Ups. Wir wollen ja nicht gleich auffliegen. Waffen. Hier sieht man der kaiserliche Bogen. Und du wartest hier kurz. Ich muss mal ein bisschen vorpirschen. Bam! Headshot. Voll ins Knie. Jetzt hast du Bauchschmerzen. So. Hier haben wir nichts mehr. Oh oh. Vampirdiener. Das hört sich ja gar nicht gut an. Ich schätze mal, die Pfeile werden wir brauchen. Was haben wir hier? Gold, Frostresistenz, Ring. Oh weh, oh weh, oh weh, Vampirdiener. Das hört sich ganz und gar nicht gut an. Was zum Geier machen denn die Katzen? Ah, eine Falle. Und eine Druckplatte. Ist das ein nackter Mann? Hallo? Wer ist da? Schnell, 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 zurück, zurück, zurück. So, die finden uns nie. Ah, steckt. Ja, jetzt ist sie weg. Mist, ich habe nicht getroffen. Ist da jemand? Ich weiß nicht. Ist da jemand? Ich hätte uns fast gesehen. Komm schon, komm schon. Headshot! Okay, schön vorbeischleichen. Nichts drauf treten. Ein Pfeil. Ein Pfeil. Junger Vampir? Na, für einen Vampir bist du aber ziemlich leicht weggegangen. Also wenn so die Vampire aussehen, pff, solange die nicht funkeln wie in Twilight. Bling bling.
Ist wenn wir wirklich ein kleines Vampirnest gefunden. Hat der jetzt gar nicht reagiert? Nö. Nichts. Nichts. Da oben hat jemand gekocht, so mit einem Rührstab. Da war vermutlich nichts. Uch! Wer hat den wiederbelebt? Interessant. Was war das? Verstecken uns natürlich wieder. Kratzen, kratzen, kratzen. Kann man ja machen, während man sich versteckt. Das ist ja lautlos. Hofft man zumindest. Okay, das ist also ein interessanter Vampir. Sehr schön, und somit dürften wir den Vampir. Naja, wenn das eine Lebensanzeige ist. Der hat uns jetzt, glaube ich. Ich doch, dass ich etwas gehört habe. Na! Autsch, wir müssen kurz mal ums Becken. Und ja, die Heilung, das funktioniert schon noch. Das werde ich genießen. Okay. Au! Ah, die saugt mein Blut. Wow! Die ist ja unsichtbar. Aber ich sehe sie trotzdem noch. So, wo ist der Kaiserliche hin? Lieber Vampir! Hast du sonst nichts mit? So. Wo ist denn jetzt der Kaiserliche? Hat sie den abgesaugt oder wie? Hmm. Na gut, tut mir leid, dass ich ein bisschen abgelenkt bin von den Katzen. Die sind heute nicht so brav. Wir haben heute den Christbaum reinbekommen. Und, naja. Katzen eben. Dietrich. Ach, ich glaube, da ist der Kaiserliche hingekommen. Fellarmschienen? Ne, die sind auch schlechter. Okay, was haben wir hier? Alchemielabor. Sehr schön. Was haben wir hier? Nehmen wir mal den Eisenhelm mit. Der ist zwar schwer, aber der bringt immerhin was. Was haben wir hier? Papierrolle. Nehmen wir jetzt mal nicht mit. Nee, ich will die Ruinen. Was? Mitnehmen. Ich will das da haben. Ja, die Wahnsinnigen von Reach. Halo, natürlich. Was auch sonst. Mitnehmen. 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 Die verkaufen wir einfach alle. Sind ja nicht geklaut. So, jetzt. Die Hand kannst du drin lassen. Da ist nichts drin. Truhe durchsuchen wir auch noch. Sehr schön, sehr schön. Aschehaufen. Ja, das war mit Sicherheit der Kaiserliche.
gar nicht fertig, wie es aussieht. Nun gut, Objekte, Waffen, Bogen. Zählen die als Untote? Dann müssten sie eigentlich weglaufen. Oh Mann, diese Katzen. Diese bösen, bösen Katzen. Was? Der hat mal nicht getroffen. Habt ihr etwas gehört? Da war vermutlich nichts. Ah, da ist noch ein zweiter. Böse kleine Vampire. Böse kleine Vampire. Shit. Bringt mir nichts, wenn ich die umleg. So. Wenn jetzt wieder vorbeikommt, müssen wir sie erwischen. Muss einfach. Sie dürfte gleich vorbeikommen. Jeden Moment. Jeden Moment. Er hat sie gerade wiederbelebt. Das hat man gehört an diesem Summen. Na? Kommst du? Kommst du? Hat sie die gerade absorbiert? Was war das? Ist da jemand? So können wir nämlich leveln, weißt du? Und dann schnell hinterher und in den Rücken schießen. Ist da jemand? Wer ist da? Hier bin ich. Ach komm schon. Okay, es sind drei. Aber die müsste gleich vorbeikommen und... Volltreffer, sehr schön. Lassen wir die spielen. Okay, dann lassen wir die spielen. Was bist denn du überhaupt? Du bist sicher kein Vampir. Vampire kämpfen nicht mit zwei Händen. Äxten. Ganz leicht geblockt. Unser Leben, unser Leben. Huhuhu. Tränke, Tränke, Tränke. Wir haben... Nein. Nein. Wundertrank. Halt für 60 Sekunden. Nein, das ist zu schwach. Okay, Essen. Brot. Gegrillter Lauch. Grüner Apfel. Wir essen einfach mal alles. Ja, sagen wir es mal so, jetzt sind wir gefickt. Vielleicht noch Tränke, die uns helfen könnten. So, die wäre tot. Yeah.
Jetzt wird's schwierig, jetzt wird's schwierig. Da ist doch noch einer, oder? Ah, der ist zum Aschehaufen geworden. Toll. Das war verdammt knapp, aber wir haben es geschafft. Zaubertrank der Tarnung. Huhu. Die Roben nehmen wir bitte mit. Vampir. Dietrich, Gold, Vampirstaub. Kupfer. Okay. Ja, toll. Und diese Dame hier, die nur ein Vampir-Diener ist, Gold. Vielleicht will die ein Vampir werden. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Glaubt ihr, die hätten mit sich reden lassen, die Vampire? Schaufeln. Toll. Schaufel. Ganz schön viele Aschehaufen, das muss man schon mal sagen hier. Diese Katzen sind unmöglich. So, was haben wir denn hier? Zaubertrank der Heilung, schwaches Gift, Zaubertrank der Heilung. Zerstörung verbessert, aha, aha. Level up! Ach fuck, die beschädigten Bücher brauche ich nicht. Wir nehmen jetzt mal alle Bücher einfach so mit. Und wir verkaufen die ja sowieso wieder. Also von daher... Vielleicht ist ja was Nützliches dabei, man weiß ja nie. Die beschädigten Bücher nehme ich aber nicht mehr mit. Bin ich blöd. So, hier haben wir noch... Ah ja, das hatten wir schon, aber okay. Das hatten wir vielleicht auch schon, aber okay. Da ist eine Melone. Oder Gurt. Mitnehmen. Mitnehmen. So, haben die sonst noch was? Keine Schätze? Mich... Verdammt, wir müssen nachher noch Janessa wieder zurückholen. Janessa. Oder Janessa. Janessa, Janessa. Kannst mir einfach nicht mehr... Ja. Ja, liebe Zuschauer, ich hole jetzt die Begleiterin wieder zurück und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und erwarten... Und wir sehen uns an, was uns hinter diesem Ausgang erwartet. Tschüss!